Advent, Advent, mehr als ein Lichtlein brennt, denn ich Licht brauche ich, um eines dieser genialen Weihnachtsgeschenke aufzumachen. Es ist jetzt 2 Tage vor Weihnachten. Ich habe, wie ihr seht, Post bekommen, 3 volle Pakete, 3 Videos werden diese ausgepackt. Ja, ihr seid jetzt, wenn ihr schon die anderen beiden gesehen habt, etwas voraus. Ihr wisst schon, was drin war. Ihr seht, die sind ja jetzt noch geschlossen. Ich werde mich um Paket Nummer 3 jetzt kümmern. Ja, was drin ist, ich weiß es teilweise selbst nicht. Seid genauso gespannt wie ich. Also, Unboxing-Zeit. Ich bin schon ziemlich gespannt, ob das, was da drin ist, wirklich drin ist. Denn das bereitet mir wirklich Herzklopfen, weil, ja, wie soll ich sagen, es ist zweifach. Also, es ist ein Kleinanzeigendeal. Es sind Games, sage ich euch ganz von vornherein. Und ja, ich habe dafür, ich sage ich ganz frei, 180 Euro bezahlt. Das ist sehr viel, aber für die Games sind über 30 Jahre alt und ein Stück meiner Kindheit. Ich wollte sie schon immer haben und ich hoffe, dass sie auch in dem Zustand sind, wie ich sie auf den Fotos gesehen habe. Ja, ich bin sehr aufgeregt, weil ich sie, wie gesagt, immer haben wollte und ich denke, dass der Preis auch vernünftig ist, weil im Endeffekt, ja, werden die eigentlich teurer sogar gehandelt. Naja, bin gespannt, ich bin echt gespannt, wie weit das da drin ist, ob es da drin ist, ob ich einen Ziegelstein kriege, das ist, weiß man ja leider niemals. Man hofft immer, dass diese Sache mit dem Ziegelstein einem nicht passiert, noch habe ich es nicht gehabt. Es ist auf jeden Fall gut verpackt. Ein bisschen weihnachtlich. Weihnachtliche. Oh, da ist nichts. Oh, ich sehe schon. Wow. Da ist auch nichts. Und ich mache es mal so, dass ich das jetzt euch nicht zeige, weil ich will das eine nicht als allererstes zeigen. Aber wahrscheinlich geht es nicht anders, weil alles da drin verpackt ist, komplett. Wow. So, hier ist nur noch Verpackungsmüll. Und hier ist es. Das Stück der Kindheit. Und ich wollte die Dinger immer haben. Die Games. Eins meiner absolute Lieblingsgames in meiner Kindheit. Ich bin völlig begeistert. Gänsehaut. Ich wollte sie schon immer haben. Jetzt habe ich sie zum ersten Mal als Original. Und die Rede ist von The Last Ninja für C64. Alter Schwede. Die Box, ihr seht, wie alt sie ist. Das ist ein alter Preisaufkleber. Es hat mal bestimmt, na gut, hier ist ein Pfundzeichen, sogar 3,99. Englischer Text, also sind UK. Ja, hier Hampstead, London, das sind die UK. Last Ninja, aber allein dieses Bild, das ist Wahnsinn. Wow, wollte ich es immer haben. Ich weiß gar nicht, ob es ein deutsches, das gibt, also es gibt ein deutsches, das ist in Deutschland ja auch rausgekommen. Aber ich wollte das immer haben. Wahnsinn. Gut, ein bisschen dreckig, das ist aber nicht das Problem. Und viel ist da auch nie bei gewesen, muss man ganz ehrlich sagen. Und zwar habe ich hier einmal die Power Hits, das ist, schrieb mir schon, es ist zweimal dabei, Power Hits. Auf Diskette nochmal, Last Ninja und die Original von dem Spiel. Ihr seht, sie da ist sie drin. Ich kurse sie jetzt da nicht raus, sie ist da so eingeklemmt. Hier wäre jetzt Platz auch für Modul. Das Spiel gab es wohl auch auf Modul mal. Überhaupt ist das eine All-Time-Box oder auch auf Datasette, dann hätte man es auch genommen. Und hier haben wir die Anleitung. Oh, ist das nicht Wahnsinn? Ist das nicht Wahnsinn? Es wird auf jeden Fall ein Collection-Video geben, wo ich das Spiel noch mal einzeln vorstelle. Ihr könnt euch sehen, hier nochmal alles erklärt. Die Steuerung. Ja, hier haben wir so ein bisschen die Sprachen. Ich gucke gerade. Interessanterweise habe ich hier kein Englisch drauf. Interessant.
englische Box, aber die Anleitung ist nicht englisch. Interessant. Interessant. Sieht näher nach Controllo Delegio. Das ist, sieht nach Italienisch aus. Und das ist so Französisch. Auch nicht schlecht. Also, das ist das. Einfach muss ich wohl noch mal ein Upgrade, aber auf hohem Niveau dafür haben. Aber Wahnsinn. The Last Ninja. Das Spiel hat mich in meiner Kindheit sowas von begeistert und gefesselt. Wahnsinn. Und das jetzt so in der Sammlung zu haben. Wow. Wow. Und damit geht es ja noch weiter. Ich mache es nur auf, weil hier noch ein weiteres Game drin ist, das ich euch als erstes zeige. Ihr seht schon, das geht da weiter. Und zwar für C64 Predator von Schwarzenegger. Auch richtig cool. Hülle ist kaputt. Das ist leider so. Die Dinger sind manchmal empfindlich, klemmten, dann hat man aufgerissen, aber auch hier Anleitung. Gab damals nicht so viel Besonderes, ganz normal schwarz-weiß mit Logo und hier auf der Diskette. Logo, Diskette, das ist die Zeit vor CD, da kannte ich noch keine CD. Ich wusste noch nicht mal, dass eine CD irgendwann rauskommen wird, als das draußen war. Wahnsinn. Wahnsinn, ich bin völlig begeistert. Das fand ich auch richtig cool in der Sammlung zu haben. Als C64-Spieler. Richtig cool, oh, richtig geil. Oh, Gänsehaut. Das da. Und hier, ich habe es jetzt offen. Deswegen zeige ich euch die Vorderseite der Box. Last Ninja 2 für Commodore C64. Wahnsinn, das. Hier ist ein Cut leider an der Seite, aber das macht es nicht. Die Hülle ist in wirklich gutem Zustand und ich habe bei eBay schon so viele gesehen, wo die Boxen weitaus schlechter waren. So. Hier, das ist die Datasette-Version. Also hier könnt ihr sehen, Rückseite, auch richtig cool. Und das ist die Datasette-Version da. Unten seht ihr die Datasette. Richtig cool. Auch davon werde ich ein schönes Video machen, nochmal das einzeln vorstellen. Hier haben wir das Avengers Handbook, also das englische Handbuch. Richtig cool. So mit Ninja-Motiven. Richtig cool. Ach, ist das nicht geil. Oh, habe ich Gänsehaut. Gänsehaut. Wahnsinn. Und hier, das ist auch etwas, was dabei lag. Und hier haben wir also eine Map von den verschiedenen Levels, die es gibt. Auch wenn es nur auszugsweise ist, aber richtig geil, richtig genial. Wow, das ist Gänsehaut. Ich wollte die immer haben, deswegen ist es mir auch wert, diesen Preis von 180 Euro zu bezahlen. Ich sage es ganz ehrlich, die Dinger gehen meistens so um die 100 Euro, werden die gehandelt, das Stück. Deswegen habe ich sie etwas günstiger bekommen. Und mir war wichtig, dass auch der Zustand ist, dass das jetzt nicht eine deutsche oder englische Anleitung ist. Wusste ich jetzt nicht, aber das macht es auch nicht. Also ich wollte die Spiele als Original immer haben und auch wenn ich sie als ROM spielen würde heute, aber so, ja, ich bin völlig begeistert. Ja, das war Gänsehaut, das ist Kindheit und ich werde die auch nochmal in Einzelvideos vorstellen, in Collection Treasure in der Serie. Da werden die ihr eigenes Video kriegen und vielleicht auch noch ein bisschen mit Gameplay. Ja. Ansonsten, das war's. Was sagt ihr zu diesen genialen Spielen? Kennt ihr sie auch? Habt ihr in eurer Kindheit auch damit Verbindung gehabt? Lasst es mich wissen. Oder wenn ich euch was zeige, also ich werde euch da was zu zeigen und ja, da mache ich Videos zu. Das verspreche ich euch. Ja, aber das alles zu seiner Zeit. Ich muss auch dafür Ruhe, Zeit finden, das in Ruhe auszuarbeiten. Erstmal genieße ich, dass ich die jetzt in meiner Sammlung besitze. Ja, das soll es jetzt gewesen sein. Ich danke fürs Zuschauen, liken, teilen, abonnieren und wie ich sagte, kommentieren. Ne? Also, haut rein.